Grüß euch Leute, wir sind unterwegs bei den Geißhöhlwasserfällen. Ich nehme euch einfach mit und genießt das Rauschen, das kommt glaube ich auch im Audio ganz gut rüber. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Bis dann. Insgesamt gibt es 13 oder soll es 13 solche Brücken geben. Da ist sogar noch ein Kneippbecken da unten. Wunderschön. Aber ich will nicht so viele Worte machen. Ich will es einfach auf sich wirken lassen. So, und hier haben wir eine schöne Schutzhütte gefunden und ich nutze meinen selbst ausgedachten meinen Kocher. Falls ihr wollt, dass ich das mal vorstelle, lasst mich es wissen. Und dann habe ich hier noch Milch mitgenommen, ist es dicht und halb voll, dann kann man schön schütteln, dann gibt man ordentlichen Milchschaum. Ditschen, wie mein Vater sagt. Warmen Kuchen. Alles verstaut. Deckel passt rein. Der Deckel kommt drauf. Und dann geht's schon wieder weiter. Wir haben die Wasserfälle jetzt hinter uns gelassen und laufen weiter den Aldegott-Panoramaweg.
Hier riecht's intensiv nach Tannenfichtenharz. Jetzt wird der Weg ebener. Also ich glaube, wir haben den Aufstieg geschafft. Der Herbst ist da. Ein schönes Blätter herunterwedeln Geräusch. Da hinten, soll ich mal so, hinten links, das ist Südwesten, die Vogesen. Und hinten rechts ist Nordwesten, sind die Pfälzer Berge. Da geht es zum Badisch-Bänkle. Das schönste Land in Deutschlands Gau. Das ist mein Badnerland, es ist so herrlich anzuschauen und ruht in Gottes Hand. Drum grüß ich dich, mein Badnerland, du edle Bär im deutschen Land. Deutsche Land, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, mein Badnerland. So, jetzt müssen wir hier durch diesen steilen Tal. Es ist leider schon dunkel. Diese 8,5 Kilometer Tour habe ich mit Komoot aufgezeichnet. Da unten ist der Parkplatz. Da müssen wir jetzt hier rüber zurück. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, es war kurzweilig. Wir haben es genossen, die Luft. Die Bewegung, die Atmosphäre hier im Schwarzwald. Sind Gott dankbar und wir sehen uns wieder. Gut will. Ciao.